Ja, mein Name ist Mirko Wiegert. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Fritz Cola. Wenn du auf die Flasche raufguckst, bin ich der Rechte. Also wenn du draufguckst auf die Fritz Cola Flasche, das Gesicht, dieses Logo, dann bin ich halt der Rechte. Mein Freund und Geschäftspartner, der Lorenz, wir kennen uns jetzt schon fast 30 Jahre. Das ist ein sehr langer Zeitraum tatsächlich. Wir haben uns irgendwann entschieden, dass wir uns selbstständig machen wollen nach dem Studium oder zum Ende des Studiums und haben uns überlegt, okay, was können wir machen? Wir haben auf einer Interrail-Reise eine Ideenkladde geführt, haben da verschiedene Ideen skizziert, so ein Hostel zu betreiben oder so eine Art Coffee-Shop, so ein Bocadillo-Shop oder ein Hausmeister-Service oder eben ein Getränk. Wenn man ein Getränk produziert und verkauft, hat man den Vorteil, dass man gerade im Verkauf quasi von Bar zu Bar tingelt oder in die Cafés läuft, in Restaurants, in die Clubs. So, und das war natürlich, als wir Studenten waren, so unser Umfeld halt, in dieser Gastronomie-Szene sich zu bewegen. Als 2002, so ein Jahr vor der Gründung, gab es in den meisten Cafés und Bars Getränkekarten, die waren sehr langweilig. Also die Auswahl an Getränken, an alkoholfreien Getränken speziell, war sehr übersichtlich. Es gab eine Sorte Cola, da gab es eine ganz einfache Orangen- und Zitronenlimonade, da gab es den Kiba, den Kirsch-Bananen-Getränk, einen Apfelsaft und einen O-Saft und dann gab es halt noch eine Sorte Wasser. Das war sehr langweilig. Und dann haben wir uns überlegt, okay, lass uns doch eine Cola machen, die besser ist als die Cola, die schon auf der Karte steht, als diese weltgrößte Cola. Wir machen eine Cola, die es nur in Glasportionsflaschen gibt. Also keine Literware, wo dann die Kaffeehausbesitzer umschenken in Gläser und dann kriegt man so ein Glas Cola. Nein. Wir machen eine Cola, die gibt es nur in Portionsflaschen. Und wenn ich diese Cola dann trinke, dann muss sie viel Koffein haben, damit ich auch gleich diese Wirkung habe. Also so einen kleinen Koffeinrausch. Warum sollte man sonst eine Cola trinken, wenn man nicht diesen Rausch erleben möchte? Also dieses bisschen Belebende des Koffeins. Wir haben dann 2002 haben wir, versucht, selber ein Rezept zu entwickeln. Wir haben dann gemerkt, das ist zu kompliziert. Wir haben Dritte gefragt, uns zu helfen, ein Cola-Rezept aufzubauen. Es sollte weniger süß sein, mehr Koffein enthalten, dunkel und schwarz sein. Wir haben auch dann Leute gefunden, die uns geholfen haben. Wir haben unsere Bausparverträge aufgelöst, haben 7.000 Euro zusammengesammelt, hatten dann dieses Geld, hatten einen alten VW-Bus und hatten einen alten Golf, einen VW-Golf. Und haben dann in Westdeutschland eine Brauerei gefunden, eine ganz kleine Brauerei gefunden, die dann die ersten 170 Kisten Fritz-Cola abgefüllt haben. Damals noch in so braunen Bierflaschen mit Etiketten aus dem Copyshop, ganz simpel, ganz einfach. Wir hatten ja damals eben nicht so viel Geld, 2002, 2003, und brauchten aber noch ein schönes Logo auch. Also klar, wenn man eine Limonade macht, eine Cola macht, da muss ein Name drauf und da muss ein Logo drauf. Logoentwicklung und Namensentwicklung kostet normalerweise so 20.000 Euro, mehr oder weniger. Also schon eine sehr teure Angelegenheit. Wir hatten aber nur 7.000 Euro für das gesamte Projekt. Wir haben uns dann überlegt, okay, wir nehmen unsere Gesichter. Die sind nicht zwangsläufig schön, aber sie sind schon bezahlt. Das sind unsere. Wir haben unsere Rechte dran und dann kann man die da draufkleben auf die Flaschen und dann sind wir schon unterscheidbar von anderen Colas. Das ist ja die Cola mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Wir haben dann, brauchen wir noch einen schönen Namen. Wir sind ein norddeutsches Produkt, wir sind ein Hamburger Produkt. Und haben dann eine Liste mit 40 Namen gemacht. Da war dann neben Fritz Cola war dann auch Alster Cola, Elb Cola, Hamburg Cola, Burg Cola. Also ganz schreckliche Namen auch dabei. Und da sind dann mit der Liste, haben uns vor ein Einkaufszentrum hier in Hamburg gestellt und haben Passanten gefragt. Wir würden gerne eine Cola machen, eine Limonade. Wir haben hier 40 Namen. Welche Namen gefallen Ihnen am besten? So, und einer der Namen, der Favoriten von allen Passanten war eben Fritz Cola. Fritz ist halt nicht nur ein deutscher Name, sondern ist auch eher ein positiver Name. Das heißt, der kleine Fritz, es gibt viele Fritzchen-Witze. So, der kleine Fritz, der wieder irgendwo Blödsinn macht.
Ist also eher ein positiv belegter Name. Wir haben dann Jahre später festgestellt, als wir dann auch gerade nach England exportiert haben, nach London, wir haben dort viele Kunden mittlerweile, dass Fritz auch ein Begriff für die Deutschen an sich ist und nicht immer positiv belegt so. Aber mittlerweile ist es halt ist eher charmant. Okay, da kommt eine Cola aus Deutschland und sie heißt auch noch Fritz. Das ist halt sehr offensichtlich, wo wir denn herkommen. Aber das finden wir halt gut, das gehört ein bisschen zu unserer Markenidentität. Also wir hatten dann 2002, hatten wir dann ein Logo mit den Gesichtern, ganz simpel. Wir hatten dann einen einfachen Namen, hatten ein Rezept, wir hatten braune Bierflaschen, wir hatten Etiketten mit zum Draufkleben auf diese Flaschen, eine kleine Brauerei. Und wir konnten dann 2003 unser Gewerbe im Februar anmelden, sind wir dann zur Handelskammer gegangen, haben dann das, so einen Gewerbeschein für 30 Euro gekauft, um die 30 Euro. Und konnten dann in den ersten Bars Fritz Cola verkaufen. Die erste Bar war dann eine Studentenbar bei mir im Studentenwohnheim. Da gab es im Keller einmal im Monat halt Barabend und dann haben wir dann unsere Cola verkauft. Zusammen mit Rum und Whisky natürlich. Klar, muss auch irgendwie eine Wirkung erzeugen noch für so einen Abend. Meine Mitbewohner wussten aber nicht, dass unsere Cola 25 Milligramm Koffein enthält. Normale pro 100 Milliliter. Normale Cola enthält 8 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Das heißt, wir haben mehr als 75 Milligramm in einer Flasche Fritz Cola an Koffein. Das ist sehr viel tatsächlich. Und beim Feiern haben wir dann unsere Gäste und Mitbewohner fleißig Cola getrunken mit Rum, mit Whisky, pur. Und waren natürlich so so belebt, so unter Strom, dass sie dann brav bis morgens um 10 gefeiert haben. Da sind dann die Letzten gegangen und haben auch den ganzen Tag noch nicht geschlafen. So. Aber seitdem wussten alle, dass Fritz Cola auch wirklich ordentlich Wirkung hat, ne? So wirkt. So ein bisschen wie Medizin. Und so sind wir halt mit unseren Autos und den Fritz Cola Kisten durch die Straßen gefahren, hier in Hamburg, vorzugsweise in Sternschanze. Und haben aus dem Auto raus die Kisten Cola verkauft. Mir hat ein Barbesitzer, das ist heute ein Freund von mir und auch immer noch Kunde, erzählt, den ersten Kasten Fritz Cola hat er aus Mitleid gekauft. Da hat er dann zwei Studenten gesehen, keine Ahnung, kein Plan, und haben dann einen Kasten Cola, also braunen Bierflaschen, ne? Und wollten ja eine Cola verkaufen. Und dann, ja komm, gib's 20 Euro so und hast einen Kasten Cola. Und er war dann überrascht, dass seine Gäste das so gut angenommen haben und die Kasten gleich wieder getrunken haben und er dann neue Kästen bestellen musste. Wir haben nach dem ersten Jahr Fritz Cola wurden wir von unseren Kunden darauf angesprochen, hey Mirko, du kannst doch jetzt schon Cola produzieren, bitte mach uns doch noch mehr leckere Limonaden, damit wir unseren Gästen auf unseren Getränkekarten eine möglichst schöne Auswahl an guten Limonaden anbieten können. Und so haben wir uns dann hingesetzt und haben noch eine Melonenbrause gemacht, Orange, eine leckere Apfelsaftschorle aus Direktsaft. Und das Sortiment hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt. Also wir haben halt den Anspruch, die beste Cola und die besten Limonaden anzubieten. Wir haben heute neben der klassischen Fritz-Cola auch eine Fritz-Cola zuckerfrei, ohne Kalorien. Wir haben eine Fritz-Cola Cola-Kaffee-Limonade. Das ist Fritz Cola mit Aromen aus echtem Kaffee, echtem Karamell und echter Vanille. Sehr teuer in der Produktion, aber es ist halt so ein netter Karamell-kaffiger Geschmack. Wenn man es eiskalt trinkt, auf Eis, schmeckt es sehr lecker. Und wir haben noch eine Fritz Cola mit 50% weniger Zucker und einem Stevia-Anteil. Das sind so Auszüge aus den Stevia-Blättern, die helfen, die Kalorien zu reduzieren. Und trotzdem einen vollen Cola-Geschmack haben. Wir waren mit der Fritz Cola Stevia die ersten in Deutschland und in Europa mit einer Cola mit Stevia auf dem Markt. Noch weit vor dem Marktführer. Und wir haben uns gefreut, die große Cola da nochmal so ein bisschen, nicht zu ärgern, aber da so einen kleinen Vorsprung zu haben. Und den wir tatsächlich auch bis heute noch halten, jetzt 3 Jahre. Unsere Zielgruppen bei Fritz Cola sind erstmal alle diejenigen, die gerne ausgehen, also gerne in Cafés, Bars, Restaurants ausgehen, also Menschen, die sehr gerne unterwegs sind und sich in diesen urbanen Stadtteilen aufhalten. Das sind
zuvorderst natürlich Studenten. Wir kommen selber aus dieser Studentenszene. Und Studenten gehen gerne viel weg und sind häufig unterwegs. Wir sind mittlerweile, zumindest in Deutschland, auch im Einzelhandel erhältlich. Das heißt, wir sprechen neben dem jungen Publikum auch schon ein breiteres Publikum an. An Konsumenten, die motiviert sind oder ein Interesse haben, hochwertige Getränke zu konsumieren. Wir sind sehr glücklich bei Fritz Cola, dass wir halt nicht nur in Deutschland sehr viele Fans und Anhänger haben, die gerne unsere Cola und Limonaden kaufen. Wir haben auch im europäischen Ausland Kunden. Unser Ziel ist es, in allen europäischen Metropolen sehr gut vertreten zu sein, vorzugsweise in dieser jungen, urbanen Gastronomie. Wir haben heute viel Export nach Polen, nach Posen, Warschau, Danzig, aber auch Prag, Wien, Amsterdam, Den Haag. Und da sind wir besonders stolz drauf, auch Kopenhagen, Aarhus Aalborg. Unser Partner in Dänemark liefert zum Beispiel in Kopenhagen mit einem Christiania-Zykel, einem Christiania-Fahrrad, die Kartons mit Fritz Cola aus, in die Nürrebro und Westerbro, Österbro, Friedrichsberg und so. Einfach in diese netten Stadtteile haben wir auch Kunden dann mit dem Fahrrad ausgeliefert, was wir natürlich sehr schön finden. Wir achten bei uns in der Markenpflege, also bei uns heißt es nicht Marketing, sondern Markenpflege, achten wir darauf, dass wir unsere Grundsätze einhalten. Wir haben einige Grundsätze, die wir bei uns machen wollen und die wir einhalten wollen bei uns, um die Marke darzustellen. Wir versuchen, Anglizismen zu vermeiden, weil wir halt ein norddeutsches und Hamburger Produkt sind. Gehört es zum Markenkern, dass wir halt nicht Marketing sagen, sondern Markenpflege. Ja, wir versuchen so zu kommunizieren und so zu sprechen, dass man uns leicht und gut versteht, tatsächlich. Wir sind auch gerne kreativ mit unseren Werbeaussagen. Das können wir später nochmal zeigen. Wir haben eher freche, provokante Werbeaussagen, weil wir denken, das passt auch ganz gut zur Marke. Wir achten auf Sichtbarkeit, das heißt, dass unsere Marke in Cafés und Bars sichtbar ist, dass die Flaschen schön ausgestellt werden, dass wir vielleicht eine Leuchtreklame an eine Bar anschrauben können oder einen Kühlschrank aufbauen dürfen, wo wir dann unsere Ware, unsere Flaschen kalt dem Gast präsentieren können. Wir haben auch Grundsätze, dass wir keine Werbung machen für Kinder. Wir denken, dass Cola nichts für Kinder ist, deswegen werben wir nicht bewusst in einem Umfeld mit Kindern. Das heißt, wir werben nicht an Schulen zum Beispiel. Oder wir werben nicht im Zusammenhang mit Alkohol. Klar kann man unsere Produkte sehr gut mit Alkohol mischen, das haben wir ja früher auch getan. Aber wir wollen halt nicht noch in der Werbung zum erhöhten Alkoholkonsum auffordern. Das heißt, wir haben schon super Grundsätze, die wir versuchen noch einzuhalten, um auch als Marke und als Unternehmen glaubwürdig und erfolgreich zu sein. Facebook nutzen wir als nicht nur als Einwegmedium, also nicht nur als Medium, unbedingt eine Botschaft raus in die Welt zu kommunizieren, sondern unsere Fans, wir haben sehr viele Fans, Freunde und Anhänger bei Fritz Cola. Wir nutzen auch das als Kommunikationsmittel in beide Richtungen, also von Fritz Cola zum Kunden, aber auch vom Kunden zurück, weil doch intensiv mit uns auch kommuniziert wird, auch über die sozialen Netzwerke. Und seit neuestem, aber zunehmend auch über Instagram, wo halt Leute mit uns über Bilder, über eine Bildersprache kommunizieren und auch unabhängig von der deutschen Sprache auch unsere Kunden im Ausland über eine Bildersprache mit uns kommunizieren und auch mit anderen Fans von Fritz Cola, was wir tatsächlich ein sehr interessantes Phänomen finden und für uns neu ist, wir uns darüber freuen, dass es dann auch ohne Sprache funktioniert zu kommunizieren. Zu den Grundgedanken bei Fritz Cola zählt es auch zählen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche Aspekte. Zu den ökologischen Aspekten zählt, dass wir uns auf Glas-Mehrweg fokussiert haben. Wir haben ganz bisschen Glas-Einweg, aber wir haben im Wesentlichen Glas-Mehrweg, wie wir unsere Limonaden verkaufen. Ich erkläre das kurz. Bei Glas-Mehrweg füllen wir Limonade in Flaschen ab, verkaufen die Flaschen mit einem Pfandwert obendrauf. Die Konsumenten geben die Flaschen zurück, erhalten den Pfand wieder.
Wir nehmen die Flaschen zurück, transportieren sie zurück zu unseren Abfüllwerken, füllen sie wieder und verkaufen sie nochmal. Während man bei Einwegflaschen die Flaschen ohne Pfand rausverkauft und der Konsument dann die Flaschen ins Glas Recycling gibt oder in den Mülleimer wirft. Wir haben den Anspruch, sehr gut zu werden und sehr ökologisch verträglich zu werden tatsächlich. Wir haben deswegen für den deutschen und den mitteleuropäischen Markt ein Netzwerk an Glas-Mehrweg-Abfüllbetrieben aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Partner, der bei Bremen für uns abfüllt und produziert. Wir haben einen Partner, der in Mecklenburg-Vorpommern abfüllt. Das ist zwischen Hamburg und Berlin an der Ostseeküste. Und wir haben einen Betrieb, der bei Stuttgart für den süddeutschen Raum und für Österreich abfüllt. Wir erreichen so, dass unsere Mehrwegflaschen einen kurzen Weg zum Konsumenten haben und wenn sie dann leer und leer getrunken sind, auch einen ganz kurzen Weg zurück zu uns haben. Und wir wollen so unseren ökologischen Vorteil noch ein bisschen ausbauen.